Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Ich weiß nicht, ob euch genauso geht wie mir, aber ich freue mich jetzt echt über diesen Tag, der verspricht, richtig warm zu werden, richtig sonnig zu sein, wo wir draußen einfach die Zeit genießen können. Und heute ist ja auch Muttertag. Ein ganz besonderes herzlich willkommen auch an all die Mamas, die hier sind. Es ist echt toll, dass es euch gibt und dass ihr so viel investiert in eure Kinder und da wirklich einen unschätzbaren Invest einfach tut. Gerade in Zeiten von Corona, wo Homeschooling stattfindet und die Kindergärten zu sind. Also ihr seid echt klasse. Vielen Dank an euch. An auch die Väter will ich einschließen. Die haben ja diese Woche ihren Ehrentag. Das nehme ich schon mal vorweg, weil die Väter, die sind ja heutzutage auch ganz schön engagiert mit ihren Kindern und das macht er echt toll. Ja, auch euch am Livestream möchte ich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass auch ihr dabei seid. Über diese viele Kilometer teilweise entfernt schaut ihr uns zu und gehört auch als Teil zu unserer Gemeinde. Dafür sind wir ganz dankbar und freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, und ganz besonders dankbar sind wir auch, dass ihr euch so toll immer wieder an die Hygienerichtlinien haltet, dass ihr einfach Abstand einhaltet und zu euren Nachbarn mit 1,5 Metern Abstand sitzt, dass ihr die Laufwege beachtet, weil einfach dadurch wir hier so sicher einfach auch diese Gottesdienste durchführen können und dürfen. Dafür sind wir einfach dankbar. Und wenn wir jetzt bedenken, schon so lange, wie wir hier jetzt Gottesdienste veranstalten, wir haben echt noch keinen Corona-Fall und da sind wir Gott auch echt dankbar für die Bewahrung. Und wir freuen uns euch einfach, dass ihr uns unterstützt hier, indem ihr diese Richtlinie auch einhaltet. Vielen Dank dafür. Ja, auch heute gibt es während dem Gottesdienst wieder die Möglichkeit, Gebeten in Anspruch zu nehmen. Ich möchte euch echt ermutigen, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, nutzt die Gelegenheit. Es ist kostenlos und frei zur Verfügung. Ihr dürft zur Brigitte kommen, die sitzt hinten in der Ecke und wartet auf euch und betet sehr gern für euch. Und wenn ihr einen Eindruck habt während dem Gottesdienst, einen prophetischen Eindruck, den ihr gerne weitergeben wollt, dann kommt gerne auf mich zu, dann dürft ihr auf die Bühne und dürft uns gerne weitergeben, dass wir alle ermutigt werden und das können wir doch, denke ich, in den Zeiten echt gebrauchen. Ja, jetzt möchte ich noch für den Gottesdienst beten, auch für unsere Kinder. Unsere Kinder, die sind schon in ihren Kindergruppen und haben dort ihren eigenen Gottesdienst und da möchte ich sie einfach noch segnen. Herr, ich danke dir einfach für diesen Morgen. Danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen, dir die Ehre zu geben. Herr, danke, dass wir dich in den Mittelpunkt stellen dürfen heute, in diesem Tag, in unserem Leben. Du bist wert, dass wir dich anbeten, dass wir dir die Ehre geben. Und so will ich dich einfach bitten für diesen Gottesdienst, dass er für Groß und Klein wirklich zum Segen ist, dass jeder eine Berührung von dir bekommt, in den Kindergottesdiensten, aber auch bei uns hier im Erwachsenengottesdienst. Herr, du bist gegenwärtig, du bist heute Morgen hier und willst uns segnen, Herr, und dafür danke ich dir einfach. Amen. Und jetzt darf ich euch einladen, im Lobpreis einzusteigen mit Manuela und ihrem Team. Sie haben was Cooles vorbereitet für uns und bitte denkt dran, wir dürfen aktuell nur im Herzen mitsingen oder leise mitsprechen. Aber danke, dass ihr da trotzdem mitmacht. Ihr dürft aufstehen und so einfach eure Anbetung zum Ausdruck bringen. Vielen Dank. Ja, ich möchte euch auch begrüßen und ich habe ganz kurz auch noch was zu sagen zum Muttertag. Und zwar, ich möchte dich einfach kurz reinnehmen in die Woche, die wir hatten. Wir hatten nämlich echt eine herausfordernde Woche als Familie und ich auch als Mutter. Am Montag hat die Leila sich am Spielplatz den Fuß verstaucht, da waren wir Dienstagmorgens dann beim Arzt, kann man nichts machen, sie läuft jetzt auch schon wieder eigentlich gut. Dienstagmittag ist sie vom Hochstuhl gefallen auf den Kopf, das war dann ganz aufregend und dann habe ich einen Notruf gewählt, waren dann auch im Krankenhaus, ist zum Glück auch nichts Ernstes passiert und am Donnerstag hat die Maya dann noch gespuckt, also es war wirklich eine Woche, die einen so herausgefordert hat, auch das Mama-Sein einfach, ja, und deswegen dieser aufregenden Woche. Und was mir auch, seit ich Mama bin, öfters so, also ich kann es besser nachvollziehen, wie Gott uns sieht und wie er sich Sorgen um uns macht und möchte einfach, dass es uns gut geht. Und Gott ist ja unser Vater, aber Gott ist auch unsere Mutter. Und das sagt er auch in Jesaja 66 an, ja, in zwei Kapiteln, dass er uns trösten will, wie eine Mutter ihr Kind tröstet und dass er uns nicht vergessen könnte, so wie eine Mutter ihr Säugling auch nicht vergessen könnte. Und selbst wenn sie es doch tut, Gott wird uns nie vergessen. Und ja, damit möchte ich jetzt in den Lobpreis gehen und noch kurz beten. Ich danke dir, Herr, dass du da bist für uns, dass du dich um uns kümmerst, dass du einfach weißt, was uns bedrückt, was wir brauchen, ja, was auf unserem Herz ist. Ich danke dir, dass du uns Mutter und Vater bist und dass du deine liebenden Arme immer um uns hältst. Amen.
ich ein Wort sprach, sangst du Lieder über mich. Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich geformt, mir Leben eingehaucht. Du warst schon immer gut zu mir. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt. Dein Feind, doch du hast gekämpft um mich. Du warst schon immer gut zu mir. Ich war mir nichts wert, doch du hast bezahlt für mich. Du warst schon immer gut. Genau das ist nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, verzweifst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst.
bevor ich zu dir komme, du bist schon bei mir alle Zeit. Nie will ich verschweigen, was du für mich getan hast. Jesus am Kreuz hast du mich befreit. Mit meinem Leben will ich dich ehren und dich lieben, Jesus, alle Zeit. Vor deinem Thron, Herr, knie ich nieder, sehe die Schönheit deiner Herrlichkeit. Du bist mir nah, bevor ich zu dir komme. Du bist schon bei mir alle Zeit. Wie will ich verschweigen, was du für mich getan hast? Jesus am Kreuz hast du mich befreit. Mit meinem Leben will ich dich ehren und dich lieben, Jesus, alle Zeit. Vor deinem Thron, Herr, knie ich nieder, sehe die Schönheit deiner Herrlichkeit. Mit meinem Leben will ich dich ehren, dich lieben, Jesus, alle Zeit. Vor deinem Thron, Herr, knie ich nieder, sehe die Schönheit deiner Herrlichkeit. Deine Macht reicht weit, Friede hört nie auf, du regierst dein Reich, Herr. Deine Macht reicht weit, Friede hört nie auf, du regierst dein Reich, Herr. Deine Macht reicht weit, Friede hört nie auf, du regierst dein Reich, Herr. Deine Macht reicht weit, Friede hört nie auf, du regierst dein Reich. Schönheit deiner Herrlichkeit. Mit meinem Leben will ich dich ehren und dich lieben, Jesus, alle Zeit. Vor deinem Thron, Herr, knie ich nieder, sehe die Schönheit. Einen wunderschönen guten Morgen. Diejenigen, die fürs Abendmahl eingeteilt sind, dürfen schon gerne nach vorne kommen und sich vorbereiten. Vielen Dank, dass du heute mit dabei bist und uns dienst, dass wir gemeinsam das feiern dürfen. Heute Morgen habe ich mir so überlegt und nachgedacht über unseren Herrn Jesus und irgendwie bin ich plötzlich melancholisch geworden. Ne? Das passiert mir nicht so oft, aber wenn ich dann immer wieder neu an das Kreuz schaue und überlege und denke,
was Jesus dort auf sich genommen hat. Ne? Und es gibt ja dieses eine Lied, ich werde nie begreifen, Herr, was du am Kreuz für mich getan hast. Und ihr Lieben, das ist eine Realität. Das Kreuz in seiner Fülle ist für uns Menschen immer nur begrenzt sichtbar. Weil niemand von uns hat erlebt, wenn die ganze Finsternis, die ganze Bösheit, die ganze Sünde dieser Welt sich auf einen einzigen Menschen fokussiert. Wenn du das überlegst, wie viel Schlechtes, wie viel Dramatik in dieser Welt geschieht und alles zusammen fokussiert sich auf diese eine Person, Jesus Christus. Was für Momente am Kreuz, was für ein Aushalten. Und die Bibel sagt, dass Jesus diesen Moment des Durchhaltens, diesen Moment der Angriffe, diesen Moment des Leidens ausgehalten hat, weil er die Freude dahinter sah. Und die Freude dahinter, das waren Gesichter. Da war deins dabei und da war meins dabei. Und wenn Jesus an das Kreuz schaute, dann schaute er dahinter. Er schaute in dein und mein Gesicht. Und ich finde das fantastisch, dass wir heute Morgen gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Und wenn du heute das Brot nimmst und den Wein nimmst, dann denke daran, Jesus hat dich angeschaut. Er hat dich angeschaut. Er hat auf diesen Moment gewartet, wo du ihn angenommen hast, wo du gesagt hast, Herr Jesus, sei mein Herr und sei mein Retter. Ihr Lieben, solange das Abendmahl gleich ausgeteilt wird, lass uns einen Moment der Stille einfach haben, wenn sie gleich rumgehen und austeilen, nachdem ich gebetet habe. Und lass uns einfach beten und innerlich Danke sagen. Danke, Herr Jesus, dass du an mich gedacht hast. Danke, dass du mich gesehen hast. Danke, dass du die Dinge ausgehalten hast für mich. Ich möchte euch die Worte lesen und dann dürft ihr das austeilen. Wir werden das so machen, dass solange ausgeteilt wird, dann warten wir noch aufeinander. Und wenn ich dann gesehen habe, dass alles bekommen haben, dann bete ich noch mal kurz und dann wollen wir einfach als Gemeinde, als Gemeinschaft das Abendmahl nehmen. Wir spielen erstmal der Korinther. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, der verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tue ich zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut daraus trinkt meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch da, wo du zu Hause zuschaust, hast du jetzt den Moment, kurz in die Küche zu gehen, die Sachen vorzubereiten. So bitte ich das jetzt die Abendmahlshelfer, dass ihr fröhlich herumgeht und es austeilt. Bitte einfach nutzen, einfach zu schauen, zu beten, innerlich zu sehen. Gott, danke. Jesus, danke, was du für mich getan hast. Geht ihr los?
Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Werk. Danke dir, Herr Jesus, dass du an mich gedacht hast. Herr, dass ich die Freude war, die dich immer wieder angetrieben hat, nicht aufzugeben, durchzuhalten. Danke, Jesus, dass du dein Leben hingegeben hast, damit ich leben kann. Herr, ich möchte immer neu mit Dankbarkeit an dich denken, an das Kreuz denken. Herr Jesus, ich möchte das nie vergessen, möchte nie darüber hinwegkommen, sondern immer wieder neu leben bleiben an deinem Kreuz. Danke, Jesus, für dein Blut, das mich reinigt, das mich gewaschen hat. Danke für deinen Körper, den du hingegeben hast. Danke dir für dein Leben, das gekommen ist. Amen. Mit meinem Leben will ich dich heben und dich lieben, Jesus, alle Zeit. Vor deinem Thron, Herr, knie ich nieder, sehe die Schönheit deiner Herrlichkeit. Mit meinem Leben will ich dich ehren. Jesus, alle Zeit vor deinem Thron, Herr, knie ich nieder, sehe die Schönheit deiner Herrlichkeit. Vielen Dank, Lobpreisteam. Also mir geht es jetzt gerade so, dass ich echt dankbar bin, dass ich Gott habe in meinem Leben, dass wir wissen dürfen, was er am Kreuz für uns getan hat. Und einfach zu wissen, wir können mit allem zu ihm kommen, was wir auf dem Herzen haben, müssen unser Leben nicht allein meistern. Und genau das wünschen wir uns eigentlich auch für die Young Generation, für die nachfolgende Generationen nach uns. Und für die soll heute die Kollekte sein. Und da möchte ich euch gern einen Bibelvers vorlesen aus Sprüche 22, Vers 6, da steht: Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Und ich glaube, da ist wirklich was Wahres daran, dass wir das, was wir in die Herzen unserer Kinder hineinpflanzen, hineinlegen, dass das nicht ohne Auswirkung bleibt für ihr ganzes Leben. Und deshalb ist uns einfach so wichtig, auch in die Kinder, in die Jugendliche und die junge Erwachsene zu investieren, dass sie ihren Weg mit Gott einfach gehen können. Und deshalb möchte man heute diese Kollekte sammeln für diese Altersgruppe, einfach um dort Aktionen stattfinden lassen zu können, um einfach Materialien zu kaufen, die wir für die Kinderstunde brauchen und Freizeiten durchzuführen. Da geht die Erika jetzt einmal durch und ich möchte euch ganz doll Danke sagen für alles, was ihr hineinlegt. Und die jetzt vielleicht kein Geld dabei haben, die dürfen auch gerne während der Woche überweisen oder man kann PayPal nutzen, auch für die, die jetzt online zuschauen. Also wenn euch Gott da berührt hat und ihr was dazu geben wollt, dann nutzt einfach Überweisung oder PayPal. Vielen Dank. Und jetzt darf ich den Johannes auf die Bühne bitten. Er möchte euch was vorstellen in der Family Time. Eieiei, so viel Zeugs. Lasst euch nicht ablenken von den zwei, drei Sachen, die hier aufgebaut werden. Ich möchte euch heute eine Kleinigkeit vorstellen und ein Stück weit mein Herz teilen in der Family Time,
bevor wir in die Predigt gehen, da teile ich es ja dann auch meistens. Ist nicht so gut, so viel geteilte Herzen zu haben, ne? Ich möchte euch heute etwas vorstellen und ich möchte euch heute einladen, etwas möglich zu machen. So, ich möchte über ganz kurz eine Ansage machen über den Bereich Medien und ein Stück weit auch ist das mit Technik verbunden, aber hauptsächlich den Bereich Medien. Ihr Lieben, wir haben innerhalb von kürzester Zeit unseren Livestream aufgestellt und dort, wo du jetzt zu Hause bist, genießt du das, das zu tun. Und ich vermute mal, dass jeder von uns schon mal diese Zeit genossen hat, ne? Zu Hause den Gottesdienst zu schauen oder dort, wo du im Urlaub warst, immer noch up to date zu sein. Was tut Gott gerade unter uns, ne? Ich denke, das ist ein wunderbares Tool. Wenn ich überlege, was für Zeugnisse zurückkommen, dass Leute uns Briefe aus Hamburg schreiben, die einfach gesegnet werden durch unseren Gottesdienst, der hier stattfindet, ein Teil davon zu sein. Leute vom Bodensee melden sich, Menschen aus Stuttgart schreiben zurück und sagen Danke, dass wir ein Teil der Concordia-Familie sein können. Und wir leben in diesen Zeiten, wo, klar, Gemeinde Gottes ist für mich Ziel, Ausrichtung ist Ortsgemeinde. Wir sind Gemeinde in Bühl und Region. Das ist unser Fokus, das ist unser Herz, da sind wir dran. Zur selben Zeit hat aber diese Gemeinde von Anfang an auch eine apostolische Sendung gehabt, wo es darüber hinausgeht, bis an die Enden der Erde. Und durch den Medienbereich ist da etwas möglich, was wir machen können. Aber mal rückwirkend, wenn du mal schaust, das Reich Gottes hat schon immer neue Techniken und Medien für sich genutzt, ne? Kannst du ganz früh gucken, da war das neue Medien Straßen, die Römer gebaut haben, ne? Ohne die Straßen wäre Paulus nicht so vorangekommen. Ohne die Schifffahrtslinien, die die Römer hatten, wären sie nicht so vorangekommen. Ist eine Realität, ne? Wenn du kannst weitergehen, kommen wir zur Bibel der Übersetzung und dann den Druck von Johannes Gutenberg, der das vorbereitet hat. Ne? Wieder eine moderne Technik. Überleg mal, was das für ein Aufschrei war. Plötzlich, da ist was auf dem Papier, was man lesen kann und das kann man so ruckzuck verteilen. Ne? Eieiei. Ne? Und dann, wenn wir weiterschauen, zum Beispiel die Satellitentechnik, Übertragung von Veranstaltungen, ne? Was heutzutage so real ist. Das Reich Gottes war durch Billy Graham hier ein Vorreiter dieser Technologie und dieses Tun. Ne? Einfach nur mal so zu überlegen und überleg mal, wie viele Hunderttausende von Menschen dadurch zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind durch diese Übertragungen. Und du kannst weitermachen und wir realisieren, dass wir Technik und Medien nutzen können für eine ganz wichtige Sache, die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen und dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist der Weg, das ist die Voraussetzung oder das sagen wir mal so, das ist das Ziel. Und die Technik und die Medien, so wie dieses Gebäude, ist ein Tool, das wir verwenden können. Und wir haben etwas angefangen und dazu suche ich 10 Möglichmacher. Du darfst jetzt heute mal dein Handy ausnahmsweise im Gottesdienst rausholen. Schaffst du das, ne? Wenn du es im Auto hast, ist nicht schlimm. Dort, wo du zu Hause bist, ist es okay. Und du kannst dann mal, während ich jetzt rede, nicht während der Predigt, ne, weil dann hörst du mir nicht mehr zu, ne? Aber du kannst zum Beispiel mal in deinen App Store oder Play Store hineingehen und jetzt kannst du mal das Bild, das erste anzeigen. Da kannst du Gemeinde in der Concordia eintippen und dann wirst du herausfinden, dass wir in den letzten Tagen und Wochen an einer Medien-App gearbeitet haben. Und du kannst es dir anschauen, Gemeinde in der Concordia, im Play Store und auf Amazon. Dort, wo du halt bist, kannst du hineingehen und es machen. Aber um was es mir geht, ist Folgendes. Ich habe einen Nachbar. Und mit dem Nachbar habe ich über das Evangelium gesprochen. Und er war wirklich offen dafür. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt bräuchte ich aber einen Gott und die Weltkurs, ne? Damit ich den einladen kann. Der ist jetzt frisch, ne? Was heißt, der ist jetzt begeistert. Wenn ich zu dem sage, Gott und die Weltkurs ist in 3 Monaten, ihr Lieben, heutzutage denken die Leute von heute auf morgen, ne? Weil wer weiß, was in 2 Wochen ist, ne? Keiner kann es sagen. Und dann dachte ich, Hammer wäre es doch, wenn ich auf unsere Webseite gehen könnte und da wäre ein Online-Video, Gott und die Weltkurs, erster Teil. Und ich kann zu ihm sagen, du, ich komme heute Abend mit vielleicht einer Flasche Wein oder mit noch einem Bier oder auch gerne mit einem Orangensaft, komme ich bei dir vorbei, wir machen den Computer an und wir gucken zusammen den ersten Teil vom Heilig-Geist-Kurs. Und die Fragen, die er danach hat, kann er auch noch beantworten, ne? Und dann gehst du nach Hause, der hat das gemacht und dann guckst du mit ihm den zweiten Teil, den dritten Teil und dann hilfst du ihm, dass er andocken kann in der Gemeinde. Ihr Lieben, wir müssen lernen, schnell reagieren zu können in dieser Zeit.
Weil wirklich, heute jemand einladen für was, was in 3 Monaten ist. Wenn ich dich in 3 Monaten einlade, guckst du mich auch so an. Ne? Aber wir haben wirklich Möglichkeiten. Und nicht jeder kann auch einen Heilig-Geist-Kurs zum Beispiel machen. Aber wenn du das vorbereitet hast, wenn du ein Video hast, die Fragen dazu solltest du beantworten können. Ne? Oder Gott und die Welt-Kurs, spielt ja keine Rolle. Ne? Da Leute mit einbinden. Und deswegen suche ich dafür 10 Leute, die sagen, zusätzlich zu ihrem Budget, das sie eh geben in der Gemeinde, zusätzlich geben sie 20 Euro pro Monat. Kannst du mal die nächste Folie einfach einblenden. Wenn du heute da bist und du sagst, du möchtest so ein Möglichmacher sein, ja, es ist dir wichtig, es ist auf deinem Herzen. Ich brauche 10 Leute aus 120, das ist echt eine kleine Menge, die sagen, hey, zusätzlich zu dem, was ich monatlich der Gemeinde gebe, möchte ich in diesem Bereich mit 20 Euro investieren. Und dann kannst du dich gerne bei mir melden oder du kannst diesen Möglichmacherzettel mitnehmen, kannst ihn ausfüllen, der liegt hier dort und kannst ihn mir da reinmachen. Und es ist schon ein bisschen eine Verbindlichkeit da. Ne? Wir haben da ein Abo abgeschlossen, das wird alles im Hintergrund gemacht, das ist wunderbar. Aber einfach ein bisschen verbindlich, wo du es ausfüllst und sagst, ja, ich mache das. Und ich möchte das euch sagen, einfach, ich bin selbst davon überzeugt, dass ich und jemand anders noch, wir füllen das auf, was fehlt, ne? Weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist. Wenn jetzt heute niemand dazukommt, dann füllen wir 2 das auf. Ne? Weil es mein Herz ist, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Und ich einfach glaube, dass über Medien und Dinge heute möglich sind. Und trotzdem ist der Fokus unseres Tuns und Handelns Bühl und unsere Region. Also, nimm das mit, vergiss es nicht. Wenn du Fragen und so weiter hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Und jetzt tust du dein Handy wieder in die Tasche. Nicht du, wo du zuguckst. Ne? Du bleibst da, weil sonst wird es komisch. Rückblickend, wenn wir zur Predigt kommen, ich muss mal hier mir das Innenzelt aufmachen, weil sonst, wenn es nachher schnell gehen muss, dann macht es zack. Ne? Rückblickend, wenn wir die letzten Wochen anschauen, hatte ich ja das Thema Glauben angefangen. Und die erste Predigt war aus Hebräer 11, Vers 1. Jetzt müssten wir es fast auswendig können. Ne? Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja? Und wir hatten gesagt, dass wir unseren Glauben nicht auf Ergebnisse ausrichten oder unser Glaube ist nicht an Ergebnisse gebunden, sondern unser Glaube ist fokussiert auf Jesus Christus, auf eine Person. Er ist der Ziel und Empfänger unseres Glaubens. Und dann sagten wir, dass wir eben in diesen 2 Wirklichkeiten leben. Die eine Wirklichkeit ist, ich lebe hier auf der Erde. Ne? Mir tut mein Fuß weh. Ich bin manchmal nicht so der Heiligste auf dieser Welt. Ne? Aber auf der gleichen Seite ist Gott mein Heiler und er hat mich heilig und gerecht gesprochen. Ne? Das ist das, was ich vor ihm bin. Das heißt, wir leben in dieser Spannung und Jesus tut sie auch nicht für uns auflösen in dieser Zeit. Ne? Wenn eines Tages wiederkommt und die letzte Träne wegwischt, dann wird er das Ding auflösen. Ne? Aber wir leben darin, warum? Dass wir immer wieder neu vertrauen, immer wieder neu uns auf ihn ausrichten. Wenn diese Spannung weg wäre, dann würden wir ihn nicht brauchen. Ne? Sondern die Spannung ist da, damit wir abhängig von ihm bleiben und sind. Ne? Und dann haben wir die darauffolgende Woche über die Speisung der 5000 gesprochen. Und das Überschrift oder der Mainpunkt dieser Predigt war ja das, dort, wo wir Jesus vertrauen oder dort, wo wir Schritte im Vertrauen machen, geben wir ihm die Möglichkeit, sich treu zu erweisen. Ne? Oder Vertrauen muss praktisch werden, damit Gottes Treue sichtbar wird. Ne? Oder wir sagten, so wird Gottes Treue in unserem Leben sichtbar, indem wir praktische Schritte im Glauben gehen. Ne? Erinnert euch, die Jünger sagen, ja, wie sollen wir denn zu essen geben? Ne? Nachdem Jesus zu ihnen sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Ne? Jesus gab ihnen den Auftrag, gebt ihr ihnen zu essen. Und Jesus fragte dann, was habt ihr denn? Ne? Und sie sagten, ja, ein paar Fische und ein bisschen Brot ist da und so weiter und so fort. Und Jesus nahm das, was sie hatten, ne, und vervielfältigte es. Aber sie mussten trotzdem diese praktischen Schritte gehen des Austeilens. Ne? Und heute, wenn wir in diesem Thema ein bisschen weitermachen, möchte ich zu denen sprechen, die ein Stück weit enttäuscht sind. Ich möchte zu denen sprechen, die einmal groß geglaubt haben, groß vertraut haben, alles investiert haben, aber nichts sehen. Ich möchte auch zu denen sprechen, die so ein bisschen sich mit dem Status quo ihres Lebens zufriedengestellt haben. Ne? Und ich möchte auch zu denen sprechen, die sich echt niedergelassen haben und das Leben so in ruhige Fahrwasser gebracht haben.
Teile der Predigt habe ich, vor allem die Illustration mit dem Zelt, das habe ich bei einem anderen Prediger gesehen und das fand ich so cool, dass ich gedacht habe, das kopiere ich. Mein Punkt von Copyright ist ja Copyright, ne? Kopiere es richtig. Ne? Und deswegen wollte ich euch das nur sagen, falls du das mal wo gesehen hast, das habe ich geklaut. Vielleicht bist du auch jemand gewesen, du hast das Gebet des Jabez aus den Korintherbriefen an deiner Wand und du betest jeden Morgen, segne mich, Herr, erweitere mein Gebiet, gebrauch mich, Herr, ich benötige ein Wunder, ich brauche das und jenes und dieses. Und jetzt so, vielleicht nach mehreren Jahren bist du eigentlich an dem Punkt angekommen, wo du sagst, Herr, ich bin echt bereit, alles zu nehmen, was so kommt. Ne? Egal, was passiert, ich nehme es einfach, ist okay, ist gut, aber irgendwie dieses, oh Herr, segne mich, Herr, erweitere mein Gebiet, Herr, ich brauche ein Wunder, Herr, ich tue etwas, ist irgendwie verloren gegangen. Ne? Vielleicht ist da die Single-Frau, das kann man ja auch auf einen Single-Mann überziehen, die einfach sich wünscht zu heiraten. Ne? Sie sehnt sich und betet für diesen stattlichen Mann Gottes. Ne? Groß, ein richtiger Waschbettbauch, ein Jesus-Lieber. Ne? Du siehst nur, wie Jesus so von ihm trieft. Hat einen Hammerjob, ne? Verdient richtig gut Kohle. Er kann echt gut mit Kindern umgehen. Ne? Und er bringt mich zum Lachen und er mag auch noch romantische Filme. Ne? Das ist so. So das, wonach du geträumt hast. Ne? Dann hast du 5 Jahre investiert, geguckt und gemacht und getan. Und dann bist du irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, Herr, jetzt ist es langsam wurscht. Hauptsache Mann, er hat irgendeinen Job und ja, Hauptsache er ist da. Ne? Das ist so das, wo ich mich gerade fühle. Ne? Vielleicht hast du gesagt, hey, ich will echt Karriere machen. Ich will ein Business starten. Ich will wirklich mit dem, was ich mache, Gott Ehre geben. Ne? Ich will Finanzen fürs Reich Gottes generieren. Ich will der großzügigste Mensch auf dieser Welt sein. Und irgendwie bist du jetzt gerade so froh, wenn du letzten Monat die Miete bezahlt hast. Ne? Und es gibt noch so viele andere, wirklich ganz praktische Beispiele, wo wir diesen glaubensvollen, ne? diesen hoffnungsvollen Lauf begonnen haben und irgendwie so zwischendrin geschehen Dinge und wie auch immer, irgendwas ist passiert. Und deswegen ist heute, wenn es dir so geht, die Botschaft für dich, da wo du die Erwartungen an Gott runtergeschraubt hast, dass er etwas in deinem Leben tun kann. Lukas 17, 5 bis 6 ist ja eine der wichtigsten Stellen, finde ich, wo Jesus über den Glauben spricht. Ne? Und die Apostel sprachen zum Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerborn sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorsam sein. Matthäus beschreibt es ja mit dem Berg. Ne? Wenn du den Glauben hast wie ein Senfkorn, dann sprich zu dem Berg und er versetzt sich. Ne? Was Jesus hier macht es, Jesus korrigiert stark die Problematik des großen Glaubens. Ne? Und ihr wisst ja, wie viel in unserer Zeit diskutiert wird über Glauben. Ne? Großer Glaube, kleiner Glaube und so weiter und so fort. Aber Jesus korrigiert uns hier eigentlich und nimmt diese Diskussion von Anfang an den Boden weg. Ne? Was er eigentlich sagt ist, und ich habe euch hier mal so ein paar Samen mitgebracht. Ich habe da größere und kleinere. Jetzt picke ich mal hier den Glauben so raus, ne? Jesus sagt eigentlich, dass wenn du Glauben hast, so groß wie ein Punkt, ne, für uns nicht sichtbar, eigentlich ausreichen. Ne? Der Glaube ist das, was uns kennzeichnet, auch wenn er nur so ein kleiner Punkt ist. Ne? Jesus sagt, mit diesem kleinen Punkt von Glauben kannst du große Dinge vollbringen. Oder eigentlich stellt er das hin und sagt, um Großes zu verbringen, brauchst du keinen großen Glaube, sondern wichtig ist, dass der Glaube da ist. Ne? Und dann, was hier entscheidend ist, ist, nicht die Größe deines Glaubens ist entscheidend, sondern die Größe deines Gottes, an den du glaubst. Und das ist der Unterschied. Ja, der Glaube ist klein, aber der Gott, der an diesen Glauben gebunden ist, der ist gigantisch groß. Ne? Und heute ist wirklich für die da, die ihre Erwartungen an Gott heruntergeschraubt haben, nur weil sie vielleicht nicht das sehen, was sie sich gewünscht haben. Und vielleicht ist dir einfach auch noch nicht bewusst, was Gott tun kann, wenn du einen einzigen Samen säst im Glauben an ihn. Und ich möchte euch das anhand von Abraham und Sarah mit euch machen. Ne? Irgendwann musste das ja mal kommen. Ne? 1. Mose 12, 1 bis 2.
Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Vaterschaft aus, deines Vaters hat ein Segen sein, wie bekommen konnten. Und dann ist es ja so, dass im Freundeskreis oftmals in solchen Situationen plötzlich jeder schwanger ist, ne? Und dann wirst du jede Woche zu irgendeiner Babyshower, so was Modernes, vielleicht gab es damals noch nicht, aber zu einer Babyshower eingeladen und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn du da bist, fragst du dich eigentlich, hey Gott, wo bist du? Ich habe das Verlangen auch. Ne? Ich möchte auch gerne ein Kind. Und dann hüpfen wir da so von Party zu Party und irgendwie kommt nichts. Ne? Und dann kommt Gott und spricht in diese Situation hinein und sagt zu dir, verlasse dein Haus, geh wo Neues hin und du wirst ein großes Volk sein. Viele Nationen werden aus dir hervorkommen. Du hast Kinder, du hast Enkelkinder, Urenkel und so weiter und so fort. Ne? Und die Party beginnt in deinem Herzen. Fängst an, wir haben bestimmt angefangen, Namen herauszusuchen. Ne? Für das zukünftige Kind wird das Kinderzelt bestellt und dann innen drin entweder mit Kamelen für die Jungs und mit Ponys für die Mädels dekoriert. Ne? Sarah fängt an, die Bücher zu lesen und googelt, wie ist es, schwanger zu sein, was kann kommen, wie ist es und so weiter und so fort. Sie planen die Party schon, wo jedem gezeigt wird, es ist Junge und Mädchen, es wird ja heutzutage so richtig gefeiert mit Fotos und so weiter und so fort. Ne? Eine Begeisterung ist da. Wow, Gott hat es gesagt, kannst du dir das vorstellen? Doch Monate vergehen und es passiert nichts. 1. Mose 15, 4 bis 6. Die ersten Verse schon auch, Entschuldigung. Nach diesen Geschichten begab sich dazu Abraham, das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Abraham sprach zum Herrn, Herr, was willst du mir geben? Ich kenne dahin ohne Kinder und mein Knecht Elisee von Damaskus wird mein Haus besitzen. Kapitel 12 war noch, hey, Vater vieler Nationen. Kapitel 15 ist es, hey Herr, eigentlich ich habe keinen Sohn, ich habe auch keinen Erben, der andere wird alles irgendwie bekommen. Ne? Und die Zeit, die so dazwischen ist, für uns nur einige Kapitel, aber man spricht so von ungefähr mindestens einem Jahrzehnt, das da dazwischen ist, zwischen diesen beiden Kapiteln. Mehr als 10 Jahre unterwegs zu sein, unerfüllte Versprechen von Gott gegenüber in deinem Leben. Unerfüllte Erwartungen. Und jetzt musst du dir das vorstellen, wenn man so mal überlegt, dass man einmal im Monat die Chance hat, schwanger zu werden. Ne? Monat für Monat, 120 Mal das Überlegen, 120 Mal das Probieren, 120 Mal das Bibbern. Und alleine, wenn du das mal selbst mitgebibbert hast, überleg mal, was für ein Stress das ist. Ne? Aber überlege mal auch diese Zeit, die dort ist. Vielleicht geht es dir auch so, wo du zum Beispiel mal gesagt hast, Mensch, bis zum Sommer werde ich 10 Kilo weniger haben. Ne? Jetzt ist Mai, habe ich 5 plus. Ne? Dieses Jahr wird ganz sicher mein Partner zum Glauben an Jesus Christus finden. Und irgendwie wird es immer schlimmer. Ne? Nächstes Jahr werde ich meinen Traumpartner heiraten. Aber sie ist nicht mal der da, den du gerade so nehmen würdest. Ne? Hallo Gott. Hast du mich vergessen? Hab ich das wirklich richtig gehört? Vater, viele Nationen, bist du irgendwie da? Aus der Sicht von Abraham und Sarah ist in dieser Zeit nicht wirklich etwas geschehen. Ne? Es ist auch nicht wirklich etwas gewachsen. Und dann, was eben geschehen ist, und wir können das lesen, ist, die Erwartungen von Abraham, Vater vieler Nationen zu sein, wird heruntergeschraubt auf, Herr, naja, so ein Sohn wäre ja schon mal nicht schlecht. Ne? Ein Sohn wäre gut. Aber ihr Lieben, vielleicht ist dir nicht bewusst, was Gott durch einen einzigen Samen tun kann, der im Glauben gepflanzt wird. Abraham und Sarah wollten einen Sohn haben. Ein Jahrzehnt vergeht und sie sehen nichts. Und ihr Lieben, nur weil wir nichts sehen, bedeutet das nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Nur weil wir oder du es nicht siehst, bedeutet es nicht, dass Gott nicht arbeitet. Ich habe einen Freund, der ging über Jahre in Gefängnisse und hat in den Gefängnissen so Gebetskalender verteilt. Ne? Kennst du die? Jeden Tag ein Bibelvers und einen Spruch drunter. Ne? Und er hat das über Jahre gemacht und er war echt frustriert, weil er sagte, hey, da kommt nie was zurück. Bekehrt sich einer? Ist das angenommen oder nicht? Und dann
habe ich ihm eine Geschichte erzählt von meinem Freund Eddie. Mein Freund Eddie aus Kassel war für mehrere Jahre im Gefängnis in Frankfurt und hat dort auch eine Meuterei angefangen. Der war in Isolationshaft. Das ist ein richtig schwerer Kerl, ne? Und der hat solche Muskeln, da passen meine Oberschenkel, sind noch klein, ne? Egal. Aber er war dort. Und er hatte mit dem Glauben an Jesus nichts zu tun. Und als er in seiner Isolationshaft in Hof raus darf, dreht er so Runden und er dreht so Runden und er dreht so Runden. Und dann liegt da so ein Papier auf dem Boden. Ne? Und irgendwie fühlt es sich hingezogen zu dem Papier. Ne? Er nimmt das Papier, kurz bevor er rein muss, nimmt es hoch und tut es in seine Tasche. Ne? Als er dann wieder in seine Zelle kommt und so weiter und ins Bett geht und dann sich umzieht, realisiert er plötzlich, dass er noch den Zettel drin hat. Ne? Und er knüllt den Zettel auf und was ist das? So ein Bibelkalenderblatt. Und ich weiß den Vers nicht mehr, der dort steht, aber er liest ihn durch. Er fängt an zu weinen und sagt, Gott, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Weißt du, und ich sage zu meinem Freund, du hast vielleicht über Jahre nicht gesehen und vielleicht war das auch nicht das Kalenderblatt, den Kalender, den du dort reingebracht hast. Aber selbst wenn du es nicht wachsen siehst, nicht erkennst, Gott und alles, das kommt nicht. Doch Gott ist am Arbeiten, ne? Gott gießt, Gott düngt, Gott macht, dass der Keimling aufpflanzt, ne, aufrutscht. Gott macht, dass die Wurzeln tief und fest wachsen, ne? Und oftmals ist es ja auch so in unserem Leben, dass Gott erstmal runterwachsen lässt, ne? Dass Wurzeln kommen, bevor es hochgehen kann, ne? Aber das Problem ist ja das, was Abraham hatte, auch so wie das, was wir hatten. Er hat eine begrenzte Perspektive einfach, ne? Weil man dieses Wurzelschlagen, dieses, was jetzt hier in dem Inneren dieses Kasten funktioniert, selbst wenn er aus Glas wäre, ist für uns nicht ersichtlich, ne? Also Abraham hat diese begrenzte Sicht, ne? Er hockt so in seinem Zelt, ne? Das gleiche Problem wie wir, ne? Er sieht nicht, was geschieht. Herr, ich kann nicht sehen, ob du am Wirken bist. Nichts bewegt sich, nichts passiert. Ach Herr, ich bin immer noch nicht verheiratet. Es sind noch kein Kandidaten da. Oh Herr, schon wieder schlechte Nachrichten. Herr, ich sehe nichts, ich tue nichts. Ach Herr, meine Kinder sind immer noch nicht gläubig und jetzt habe ich schon so viel gesät. Ach Gott, du tust einfach nicht das, was ich wollte oder was ich mir erwartet habe. Also Abraham ist auch in seinem Zelt und er ist hier am Lamentieren. Ne? Und in 1. Mose 15, Vers 5 lesen wir, dass Gott kommt in sein Zelt und ihm begegnet. Diese begrenzte Perspektive, die Abraham hat. Und was macht er? Wir lesen das in Vers 5. Und er ließ ihn hinausgehen. Und das, ihr Lieben, ist ein Teil von dem, was ich heute mit euch machen will. Ich möchte, dass ihr von eurer begrenzten Perspektive eures Zeltes hinausgeht und schaut. Und was macht Gott mit ihm? Und Gott sagt zu ihm, siehe hoch, zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und wie muss sich Abraham jetzt gefühlt haben? Ne? Wahrscheinlich erschrocken, überwältigt. O Herr, doch nicht nur einen Sohn, sondern so viele wie Sterne am Himmel. Und wenn du das gehört hast, und du hast Jesus in dein Leben angenommen, dann steht in Galater 3,29, dass du einer dieser Sterne bist. Ne? Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham. Eins bin ich und irgendwie so, und anderes bist auch du oder andersrum. Ihr Lieben, Abraham hat die ganze Zeit an einen Sohn gedacht. Gott hat an dich gedacht. Abraham sehnte sich nach dem Sohn. Gott dachte an dich und an mich. Messe niemals Gottes unbegrenzte Kraft durch unsere begrenzte Erwartungen. Vielleicht ist dir wirklich noch nicht bewusst, was Gott tun kann durch einen Samen, der im Glauben gesät wird. Wenn wir schon beim Technik sind und Handy sind, es gibt eine Bibel-App, die heißt YouVersion. Vielleicht hast du die auch auf deinem Handy drauf. Und der Erfinder davon ist Pastor Greg Reschel, wahrscheinlich der größten Gemeinde in den USA. Und er hat sich bekehrt durch die Gideons. Da kam so ein alter Herr in die Schulen, der kam auch zu uns. Und manchmal fragt man sich, was machen die denn da? Ne? Aber er hat von einem alten Herrn in der Schule
eine Bibel bekommen. Ne? So ein Neues Testament, auch nicht unbedingt so toll zum Lesen für junge Leute und so weiter. Aber er hat das bekommen. Ne? Er hat das durchgelesen und hat sich bekehrt. Und heute sind durch seinen Dienst und durch diese App, die wurde 315 Mal runtergeladen. Überleg mal, du weißt nie, was geschieht. Dieser eine Gideon sät diesen Samen, diese einen Bibel zu diesem Mann. Und daraus hinaus sind 315 Millionen, in Anführungszeichen, Bibeln geworden, die verteilt wurden. Ihr Lieben, nur weil wir es nicht sehen, bedeutet das nicht, dass Gott am Wirken ist. Nur weil du es nicht siehst, bedeutet es nicht, dass Gott am Wirken ist. Wir müssen wirklich in solchen Zeiten, wo wir gießen, gucken, an Gott dranbleiben und festhalten. Vielleicht ist es dir wirklich immer noch nicht bewusst, was Gott tun kann, wenn hier so ein, ich habe ja echt Schwierigkeiten, die hochzuholen, ne? So ein ganz kleines Samending im Glauben gesät wird. Und das Problem ist, dass unsere unerfüllten Erwartungen, dass der Frust, der da mit dabei ist und der Schmerz, der alles real ist und der in Ordnung ist, aber durch diesen Frust und durch diesen Schmerzen hören wir nämlich eins auf zu tun, nämlich was? Samen zu säen. Samen zu säen. Wir hören auf, Samen zu säen. Herr, es funktioniert ja eh nicht. Ach Herr, es klappt ja eh nicht. Ach Herr, es ist ja so und ist ja so. Und genau das ist das, was nicht geschehen darf. Ihr Lieben, wir dürfen nicht aufhören, Samen zu säen. Warum? Der Same, den du heute säst, ist die Frucht, die dich in den nächsten Tagen und Wochen ernährt. Es ist ganz leicht. Du nicht Samen säst, gibt es nächstes Jahr kein Brot. Ne? Wenn wir auf der Welt aufhören würden zu säen, hätten wir ziemlich viel Hunger. Ne? Und das ist das, was oftmals in unserer Frustration passiert. Wir hören nämlich das auf, was uns nämlich den Durchbruch bringen wird, neue Samen säen. Galater 6, Vers 9 sagt das so schön. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Halte fest und lass dich heute Morgen von Gott aus deinem Zelt herausholen. Lass dich von Gott aus deinem Zelt der Schmerzen, der Enttäuschung, des Aufgebens, des Frust. Lass dich von ihm herausholen und realisieren, dass Gott dir begegnet in seinem Zelt. Ich finde das so toll, dass er nicht erstmal sagt, komm mal raus, ich will dir was sagen, sondern Gott begegnet ihm in diesem Frust, in diesem Zelt, in dieser kleinen Perspektive und er nimmt ihn heraus. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich herausfordern, komm heraus aus deiner Situation. Komm heraus, geh und schau hoch und lass dir die Möglichkeiten zeigen, die unser Gott für uns zur Verfügung hat. Und dann als nächstes, ihr Lieben, auch wenn es schwer fällt, ne? Es heißt ja nicht umsonst, dass man unter Tränen sät. Ne? Manchmal tut es weh. Ja, nochmal anfangen. Okay, ich mache es halt nochmal. Ich weiß jetzt nicht, warum mir so gerade wird, das ist jetzt nicht gespielt, aber ja, es tut echt weh, ne? Aber ich mache es nochmal. Ja, ich weiß, ich muss, okay, ja, ich schaffe es nicht, aber okay, noch eins, ich muss noch ein paar lassen für den zweiten Gottesdienst. Aber versteht ihr, was ich meine? Und eines Tages, 10 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, die Abraham und Sarah gewartet haben, bis der Sohn dann da war. Und wie viele Generationen später, bis du und ich da sind, ne? Abraham hat den Himmel so nie in Erfüllung in seinem Zelt gesehen, ne? Aber alleine, was ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, war das zu glauben. Ja, Gott, dir ist es möglich, du kannst es machen. Die Band darf gerne nach vorne kommen für unser nächstes Lied. Und ich möchte dich, während wir das Lied hören, möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Und die Fragen sind lang und viel und du kannst dir die Frage nachher auf unserer YouTube-Beschreibung, da sind die drin, da kannst du sie dir nochmal durchlesen. Aber ich möchte heute wirklich dich fragen und dich bitten, komm heraus aus deinem Zelt. Nutze das nächste Lied, um wirklich zu sagen, Herr, hier bin ich, ich will raustreten aus meiner begrenzten Perspektive. Ich will heraustreten aus meinem vielleicht wirklich Frust, aus den Dingen, die ich habe. Und da möchte ich dich einfach fragen, wurdest du wirklich jemals in deinem Leben
von unerfüllten Erwartungen enttäuscht? Was ist passiert? Was war das? Und was hat dazu geführt, dass du aufgehört hast, Frucht zu sehen? Ne? Oder auch mal nur mal zu überlegen, Herr, wo habe ich schon überall gesät und wo ist noch keine Ernte da? Ne? Aber dann auch mal andersrum zu denken und zu sagen, Herr, da habe ich Ernte erfahren, was war denn das Saatgut nochmal? Ne? Herr, da ist wirklich ein Durchbruch geschehen. Darf ich nochmal kurz zurückerinnern, was hatte ich denn da eigentlich gesät? Ne? Was war denn das eigentlich? Was ist denn dort eigentlich passiert? Ne? Lass uns in diesen beiden Richtungen einfach denken im Gebet. Lass uns doch dazu gemeinsam aufstehen. Ich möchte für euch wirklich beten. Und das ist so der Satz, der mir für mich selbst, auch für mein Leben immer wieder neu sichtbar wird. Vielleicht ist es mir, Johannes, auch gar nicht bewusst, was Gott durch einen einzigen Samen tun kann, der im Vertrauen oder der im Glauben an ihn gepflanzt wird. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so wunderbar bist. Ich danke dir, Herr, dass die Begrenzung und der Schmerz und der Frust unseres Lebens für dich kein Problem ist. Danke dir, Herr, dass du uns nicht dafür richtest, dass du uns nicht dafür runterziehst, dass du uns auch nicht schältst, warum glaubt denn ihr nicht, sondern Herr, dass du in unsere Situation hineinkommst, dass du anerkennst, wie es uns geht und dass du uns an die Hand nimmst und aus unserem Zelt, aus unserer Begrenzung herausnimmst und sagst, ja, Johannes, ich weiß, aber guck nach oben, schau. Herr, und ich bete, dass für uns, an jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde, wir diesen Moment in dem heutigen Gottesdienst haben, wo du uns herausnimmst und wo du uns zeigst, was möglich ist mit einem Samen, der im Glauben und Vertrauen an dich gesät wird. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen. Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn. Den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, gekreuzigt unter Leid. Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn.
Sohn den Thron gebar. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Vielen Dank, Lobpreisteam. Vielen Dank, Johannes. Und danke, dass unser Glaube reicht, auch wenn er nur so klein wie ein Samenkorn ist. Ja, und wenn du hier zuschaust oder auch hier dabei bist in der Gemeinde heute Morgen und irgendwie diesen Anfang, vielleicht dieses Kennenlernen mit Jesus noch nicht so richtig hattest, möchte ich dich einladen auf unserer Website www.gemeinde-concordia.de. Da gibt es das Evangelium in 4 Punkten. Das sind 4 kleine Videos, wo nochmal erklärt ist, worum es eigentlich geht im Glaube an Jesus Christus. Und da bist du herzlich eingeladen, das einfach mal anzuschauen. Und wenn du dazu Fragen hast, nimm einfach Kontakt zu uns auf. Auf der Website sind auch unsere Kontaktdaten. Ihr könnt gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ja, und auch an alle Gäste, die heute Morgen zum ersten Mal da sind. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Wir möchten auch euch kennenlernen und dazu gibt es unsere Herzlich-Willkommen-Karte. Da dürft ihr auch gerne eure Kontaktdaten eintragen, eure Telefonnummer. Oder ihr dürft uns gleich im Anschluss auch einfach ansprechen, damit wir uns unterhalten können. Dann gibt es auch noch kleine Willkommensgeschenke für alle, die zum ersten Mal da sind. Da sind ein paar Informationen über uns drin, wenn ihr uns als Gemeinde noch näher kennenlernen wollt. Die stehen hier an der Infotheke beim Ausgang. Die dürft ihr euch einfach wegnehmen. Genau, nehmt Zeit einfach so frei, scheut euch nicht, es wegzunehmen. Ja, dann möchte ich euch noch mal kurz erinnern, am kommenden Donnerstag wollen wir unsere Gemeinschaftsaktion machen. Haben wir in der Concordia News euch schon berichtet. Wir wollen gern einladen, dass wir uns hier treffen, in kleinen Gruppen, auf verschiedenen Wegen, dann zum Friedenskreuz gehen und dort am Friedenskreuz soll es um 17 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst geben. Da seid ihr herzlich eingeladen, dabei zu sein. Jetzt ist aber so, dass noch nicht ganz klar ist, wie das Wetter wird, weil heute soll ja so ein Exotentag sein, ein Tag ganz schön und dann soll es schon wieder schlechter werden. Falls das Wetter jetzt irgendwie ganz schlecht wäre und es würde richtig regnen, dann würden wir euch nochmal über die Concordia News informieren. Also wir werden dann einfach an diesem Donnerstag bis spätestens 11 Uhr nochmal was rausschicken, falls es nicht stattfinden sollte. Dann prüft einfach bitte nochmal eure Mails, damit ihr dann auch aktuell auf dem Stand seid, wenn ihr dabei sein wollt. Ja, und jetzt sind wir am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Jetzt möchte ich euch einladen, aufzustehen, wer kann, dass wir noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch gerne noch segnen für den heutigen Tag und die kommende Woche. Der Gott des Friedens möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. So seid gesegnet, geht in diesem Bewusstsein, in diesen Tag hinein, genießt ihn, die schöne Sonne und den restlichen Tag. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin.
Bitte verlasst dann einfach zügig den Raum, so gut es euch möglich ist. Am besten durch diese Tür. Vielen Dank.